Okay. Geil. Ich weiß. Nachdem wir nun im Orbit sind, sollten wir die Steuerung und alle Systeme testen, ja, um sicherzugehen, dass kein katastrophaler Ausfall droht. Ich kann Sie durch den Prozess leiten. Falls Sie aber schon viel Fluterfahrung haben, starten Sie einfach alle Systeme und es geht los. Halte Alt gedrückt und wechsle mit WASD zwischen den Schiffssystemen hin und her und weise ihnen Energie zu. Willst du das Tutorial für das Schiff überspringen? Starte alle Systeme einschließlich des Graphantriebs. Halte Alt gedrückt. Ich hab vielleicht nicht boosten sollen, wa? Hab mal Boost probiert. Jedes System auf einem Schiff braucht Energie. Sie kontrollieren, wie viel Strom wohin fließt. Sehen wir uns den Antrieb an. Ach. Der Antrieb kontrolliert unser maximales Tempo. Spielen Sie mit der relativen Geschwindigkeit. Antrieb hat nichts. Das ist Schub. Gravitation. Schiffsantriebe haben einen gewissen Punkt, an dem man besser wenden kann. Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit dem HUD zu. Links unten sehen Sie einen Farbmesser. Die Anzeige verändert sich, je nachdem, ob Sie Schub geben oder wegnehmen. Zentrieren Sie die Anzeige so, dass sie mit der Mitte der vertikalen Balken rechts davon übereinstimmt. Was? Mit Boosts kann man einen Geschwindigkeitsschub erhalten. Haben wir schon? So, kleiner Temposchub. Und wieder zurück. Wenden wir uns den Schilden zu. Leiten Sie Energie zu den Schilden. Mehr Energie erhöht deren Stärke. Schilde schützen das Schiff vor Hüllenschaden. Ohne Hülle werden wir pulverisiert. Ja. Die Schildenergie wird rechts unten angezeigt. Der Hüllenschaden darunter. Gut, das haben wir, ja. Lerne fliegen. Ah, haha. Das mit der Altsteuerung ist ein bisschen wild, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Pull Escape. Sie fliegen recht ordentlich. Kennen Sie sich auch mit Kampftaktiken aus? Das dort ist nämlich ein Crimson Fleet Schiff. Und es setzt seine Waffen ein. Oh. Wir müssen ihre Schilde deaktivieren. Laserwaffen sind dafür besonders effektiv. Ja, Moment. Halte das Schiff in der Mitte des HUD. Dann können wir es erfassen und eine Denkrakete abfeuern. Ja, wenn ich gerade... Die gegnerischen Schilde sind unten. Ballistische Waffen beschädigen die Hülle, wenn die Schilde offline sind. Laden ihre Schilder aber gleich wieder hoch, ne? Alles noch dran. Sie haben den Gravantrieb erwischt. Gut, Energie sofort. Ciao. Okay. Du hast deinen ersten Raumschiffangriff überlebt, Captain. Lass uns das Wrack nach Ersatzteilen und anderem Bergungsgut durchsuchen. Ja. Du musst nah ran, damit wir die Überreste betreten können. Die Überreste. Ist das das da? Oh, warte. Oh Gott. Haben wir. Hülle immer noch auf 100, sehr gut. So, und den Rest, damit können wir nichts anfangen. Ich hätte... Kann ich das Schiff auch... Es bringen zwei weitere Crimson Fleet Schiffe zu unserer Position, Captain.
bin manchmal auch bei euch. Ja, bin ich. So. Hierher und werden nicht aufhören. Wir müssen uns um den hiesigen Captain der Crimson Fleet kümmern. Ein aktueller Scan zeigt eine verlassene Anlage auf dem nahegelegenen Mond von Crete. Ein perfektes Piratenversteck. Wir sind noch im Tutorial, ne? Wir sind noch im Tutorial. Ich würde gern sowas hier auf dem Radar, auf irgendeinem Radar sehen, dass ich dann sehe, oh, da ist noch was. Das wäre ganz cool, weil ich will natürlich looten. Auf die Sternkarte zugreifen. Machen wir gleich. Hat mich gerade ein bisschen an Wing Commander erinnert und natürlich auch an andere Games. Aber ich musste gerade, aus irgendeinem Grund muss ich an Wing Commander denken. So, warte, wo ist es denn? Da. So, Credits. Und jetzt sollen wir dahin. Die Sternkarte. So. Warte, wie war das hier nochmal? So. Zurück zum System. Da kommen wir jetzt so hin. Und wir müssen hier auf den Mond. Reisen nach Crete. Typ Fels, Temperatur gemäßigt. Sehr gut. Fauna marginal, Flora marginal, Wasser ist biologisch. Merkmale weiß man nicht genau. Analyse 19%. Okay, da ist er. Crete Forschungslabor. Kurs festlegen nach Crete, ja. Okay, mal gucken, was passiert. Reisen. Eigentlich hört man im Weltraum das nicht. Aber gut. Huch, wir sind schon da. Wir haben den Orbit erreicht. Die verlassene Anlage mit unserem Captain befindet sich auf der Oberfläche. Ja. Kann ich aber so... Ich weiß nicht, wie ich lande. Ich booste einfach mal zum Planeten. Ist aber, glaube ich, keine gute Idee, ne? Ja, da gibt es bestimmt was Clevereres. Ich hätte vorhin mehr Power auf den Laser geben sollen, ne? Ich habe momentan alles auf den Antrieb, ich habe wenig auf den Laser. Wir brauchen einfach, wir brauchen ein fetteres Schiff. Es hilft nichts. Kann ich da auch landen irgendwie? Sternkarte, ich guck mal kurz. Die Planetenansicht der Sternkarte enthält Informationen über die Umgebung, lässt dich Planeten auf Ressourcen scannen und hilft dir, wichtige Landeplätze zu finden. Drehe den Planeten, bis du das Kartensymbol Crete Forschungslabor siehst. Wähle es danach aus, um dort zu landen. Ja, okay. Lande. Ach, so einfach. Okay, das ist sehr easy. Ich folge Ihnen ab jetzt, Captain. Wäre auch gern selber gelandet. Also mit hinfliegen und so. So. Dann wollen wir mal. Sandsturm, natürlich. Sag mal, Vasco. Captain, das Indigo-Protokoll schreibt vor, dass ich ohne Umweg zur Loge zurückkehre. Ja. Wir sind nur hier, um die Crimson Fleet an der Verfolgung zu hindern. Das verstehe ich schon, aber warum ist der Captain der Crimson Fleet ausgerechnet hinter Barrett her? Diese Frage habe ich Barrett wiederholt gestellt. Ja? Nur die Namen der Personen, die uns nichts Gutes wollten, haben sich dabei geändert. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Barrett ihn beleidigt hat. Oh. Normalerweise, weil er immer noch lebt.
und gewöhnlich, nachdem er dem sicheren Tod entronnen ist, okay, mit einem heiß begehrten Gegenstand. Verstehe, also einfach nur, weil es Captain Barrett ist. Verstehe. Und du und Barrett, wer seid ihr? Was genau ist die Constellation? Die Constellation ist eine Forschergesellschaft. Hm. Sie wurde vor über 50 Jahren gegründet, um das Unbekannte zu ergründen. Das Mitglieder brechen oft in kleinen Gruppen zu Expeditionen auf. Eine oder zwei Personen. Oder, wie bei Barrett und mir, eine Person und ein Roboter. Sie begrenzen die Anzahl der Mitglieder bewusst. Sollten sie sich der Constellation anschließen, wären sie das 10. aktive Mitglied. Hört sich ehrlich gesagt verlockend an. Darf ich mal an deinem Knöpfchen hier drehen? Was macht denn das? Aber warum vertraut mir Barrett sein Schiff an? Barrett würde sagen, dass wir alle vor Milliarden Jahren eins mit dem Kosmos waren. Sie kennen sich also praktisch schon ewig. Nein, aber ja, letzten Endes braucht er sie wohl einfach nur. Die Anzahl der bekannten Menschen, die den Artefakten ausgesetzt waren, beträgt jetzt 2. Wenn sie nicht in die Mission der Constellation investieren, wird er nie mehr über ihr gemeinsames Erlebnis erfahren. Deshalb vertraut er ihnen, um ihre Unterstützung zu gewinnen. Verstehe. Ich bin ja auch neugierig. So, Ausrüstung tauschen machen wir später. Gut, das ist ja ein Scheißwetter. Gibt's hier eine Map? Oh, naja, indirekt schon. Kann ich einfach so rumlaufen? Ja, ne? Oh, ich muss noch irgendwas drin machen. Huch, wie er rennt. Hab ich noch irgendwas vergessen? Du kannst bestimmen, welche Quest in deinem HUD angezeigt wird. Es kann jeweils nur eine Quest verfolgt werden. Wähle die Quest aus, um eine Liste offener Ziele anzuzeigen. Wähle ein beliebiges Ziel der Quest, um die gesamte Quest zu verfolgen. Mit Kurs festlegen kannst du automatisch zum nächsten Teil Ziel deiner aktiven Quest navigieren. Na klar. So, Barrett möchte, dass ich Artefakt zu seinem Kollegen bei der Constellation bringe. Für diese Reise, ja, okay. Kümmere dich um den Captain. Das mache ich, aber wir sind doch da, wo wir hin sollen. Wieso markiert er mir das da oben jetzt? Ich geh noch mal kurz rein. Nochmal ins Cockpit? Warum? Also ich folge gerade der Questmarkierung und bin verwirrt. Aber ich wüsste auch nicht, wo hier irgendwas... Was ist denn das da? Was ist denn das da? Ich bin schon neugierig. Ich will schon erkunden da draußen. Und da ist ein Viech. Ich bin schon neugierig. Habe ich irgendwas hier vergessen? Gelandet. Ja, also eigentlich... Wir sind doch... Nein, nicht abheben. Ich will eigentlich... Eigentlich sind wir doch richtig... Hä? Ich gucke mich mal ganz kurz ein bisschen um. Oh, Schwerkraft ist hier nicht so viel. Hey, Vasco. Da hinten sehr viele Viecher. Da muss ich erstmal nicht hin. Die sind hier in Rudel unterwegs. Was ist denn da? Brennt da irgendwas? Sieht aus wie ein Wrack. Oh. Es ist Vulkangestein. Hier ist irgendwann... Irgendwo ist ja ein Vulkan ausgebrochen oder so. Ah. Ungemütlich. Cool. Ich verliere keine Gesundheit, ne? Der Sturm macht uns nichts. Ich gehe gleich wieder zum Schiff, also ich mach gleich mit der Quest weiter, aber ich will gleich mal gucken.
Ja, ein Bethesda-Game. Gras in der Luft. Oh. Hallo. Und da ist auch noch was. Crouchen können wir nicht, ne? Okay. Ich hätte gerne mein Skyrim-Crouchen wieder zurück, wo Gegner mich einfach nicht sehen, wenn ich vor denen stehe. Das wäre toll. Was bist du denn? Kann ich dich mitnehmen? Plot-Twist. Fleischfressende Pflanze. Tot. Ekliptik. Ich glaube, wir sind nicht mehr allein. Level 5. Achtung. Feind geortet. Ja, ja. Sehr viele sogar. Die sind Level 5. Wir sind Level 1. Ich glaube, es ist nicht so gut, dass... Komm, Asko. Okay. Die haben gefühlt alle bessere Knarren als wir. Kommt der Vasco auch mal? Ich ziele auf ihren Schwerpunkt. Nein, jetzt. Du kommst zurück. Du Blecheimer. Komm, komm mit. Du ziehst nirgendwo hin. Die sind Level 5. Vor allem gehen wir nicht in deren Base, wenn die voll ist von denen. Wir suchen einen Punkt, wo wir reinschleichen können, wenn wir überhaupt. Der Feind ist nicht mehr sichtbar. Starte, ja. Suche. Ja, ja, aber der sieht uns dafür wahrscheinlich noch. Da ist er. Der hat echt gute Augen. Ich registriere in diesem Gebiet keine feindliche Aktivität mehr. Das ist gut, aber was ist das hier? Sind das Solarbänke und wenn wir die zerschießen, können die nichts mehr machen und sind blind? Und all ihre Technik ist bedeutungslos, weil sie keinen Strom mehr haben? Ja, das muss es sein. Oh. Okay, wir gucken mal, ja? Wir gucken nur mal rum, Vasco. Nickel und Kosmetikum. Kosmetikum, okay. 74 Credits, na klar. Ein Mülleimer für Recycling. Ganz wichtig hier. So. Kefir. Liegt hier aber so rum. Der gute alte Kefir. Fehlt eine Packung Skyr, die wir hier finden auf dem Planeten. Hier ist nicht so viel, aber was ist denn da drüben? Geil. Hätte das mit dem Springen ruhig wählen können und im Springen verbrauche ich keine Ausdauer. Hab ich irgendwas gehört? Da hinten ist auch noch was, glaube ich. Da oben, der sieht mich. Wir könnten es mal... Hier ist ja überall was. Okay, warte. Wir müssen uns ja erstmal finden, ne? Oh, was haben wir denn hier? Können wir es mitnehmen? Eisenvorkommen. Eisen hinzugefügt. Ah. Eisen können wir bestimmt brauchen, ne? Nehme ich erstmal mit. Habe ich so gelernt. Ich bin ein Sohn der Mine. So. Immerhin muss ich 2 Minuten in einer Mine arbeiten. Ich weiß jetzt alles. Das hier, Bleivorkommen. Da wird es später bestimmt was Effektiveres geben, aber wir sind ja noch am Anfang. Silber. Und das hier? Nö. Okay. Sah ein bisschen aus wie ein Schwamm. Da ist noch irgendeine... Das sieht aus wie Waffen. Ist das gut, dass wir hier rumlaufen?
Ich will nicht den Arsch versohlt kriegen. So, erstmal alle 1000 Planeten abluten, oder wie viel das auch waren. Einfach auf 100% spielen, alles abluten, darf nichts mehr übrig bleiben. Und da hinten ist noch was, um Gottes Willen. So, warte. Was haben wir denn hier? Arbeitskleidung, urban. Haben ein paar Klamotten bekommen. Sehr gut. Cosmetics. Was ist das denn? Okay, das geht nicht. Aha, aha. Creed-Graser. Ob die feindlich sind? Forschen heißt ja nicht unbedingt sofort umbringen, ne? So, warte. Ach so, ist schon. Ach, haben wir schon, okay. So, ich guck mal, was das da hinten ist. Und dann müssen wir mal gucken, was die Mission macht. Ich will jetzt hier nicht mein Leben lang auf dem Planeten rumlaufen und Eisen sammeln. So. Na gut. Wollte niemanden enttäuschen. So, warte. Satellitenstation? Keine Ahnung. Ich würde sowas gerne zerschießen und dann macht das irgendwas mit der Hauptstation von den Kollegen da drüben. Ich habe das Gefühl, die locken uns einfach hin und her. Und wir finden immer irgendwo irgendwelche Stände, die irgendwann mal gebaut wurden und verlassen sind. Eingestürzte Mine. Oh. Hallo Pirschjäger. Sind die böse? Regelwiderstand? Schnell speichern geht. Wollte mal testen. Was haben wir hier? Thermos. Okay, cool, 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 cool. Mikroskop. Zum Verkaufen. Wir werden Geld brauchen für unsere Eltern, ihr wisst. Ein Ordner. Starware. Aber keine Logbücher, kein gar nichts. High Voltage. Die werden uns doch essen wollen, oder? Hey Pirschi. Bist du böse oder bist du cool? Bin unsicher. Okay, wir gucken mal. Ich glaube, die machen gerade ein Tänzchen, ne? Ich glaube, die warnen uns gerade. Oh, da ist noch einer. Ah, oh nein, die können sich eingraben. Wir können aber auch sterben. Meierlö. Gut. Ja, das stimmt schon. Fasergewebe. Faser! Why didn't you help me? Huch! Jo! Wir spielen ein besetzter Game. Einfach mal irgendwas weggekickt. So, Silber. Vielen Dank. Irgendwie so eine alte Mülldeponie hier, ne? Okay, also Level 5 ist machbar. Wir hätten ruhig in die Base gehen können. Milch.
Ich liebe Jahre alte Milch, die jetzt zurückgelassen wurde. Splittergranate, Splittermine, okay. Mining Seegurke. Senkgrube, ah. Sollten wir da rein? Ist das eine gute Idee? Okay, es geht da rein. Okay. Ich war unsicher. Miner Slate. Ich muss es einfach loswerden. Ich habe die Hauptader gefunden. Jetzt war es all das wert. Die Nächte ohne Schlaf, die Einsamkeit, die Schufterei und unzähligen Fehlschläge. Das alles spielt keine Rolle mehr. Ich will immer tiefer bohren. Nur noch ein paar Meter, dann bin ich reicher, als ich es je erträumt hätte. Mein ganzes Leben gipfelt in diesem Moment. Ist aber nicht lange gipfelt. Alien-Rührei, Cutter und meiner Erzbrecher. So, hier nochmal ein bisschen. Daimos Rucksack. Einfaches Boostpack. Nehme ich mal mit. Ganz kurz, inventartechnisch. 91 und 135. Okay. Ich muss gucken, dass wir hier nicht überladen werden. Meißel. Oh, geil, Meißel. Kommt der hier unten denn klar? Oh Gott. Medipack. Noch ein Miner. Was ist mit denen passiert? Sind die einfach reingestürzt hier oder was? Was ist es? Geil, ein Käse. Tiefminenrucksack. Auch ein einfaches Boostpack. Ah, da hinten haben wir Besuch, alles klar. Aber ich muss mich trotzdem noch mal ein bisschen umgucken hier. Boah, geil. Erinnert mich ein bisschen an Skyrim, die Höhlen. Ja, ich bin schon dabei. Musik. Ja, wir sind Helden. Oh, Entschuldigung. Frieden ist keine gangbare Option mehr. Frieden ist keine Option. Die sehen so ein bisschen hampelig aus, wenn die sie so eingraben, ne? Also, das sieht so ein bisschen hilflos aus. Wir tun den halt einen Gefallen, wenn wir die umbringen. Die graben sich ein wie Muppets. Pigment. Wenn man das T wegnimmt, ist es ein Pigment. Okay, was ist denn das hier? Aber gar nichts. Hab auch das Gefühl, wir werden irgendwann eine bessere Waffe brauchen. Kann man die Pilze mitnehmen? Nee, ne? Nein, aber das hier. Eisen. So, eine Supermine. Oh. Offenbar nicht für alle eine Supermine. Wasser und Chlor, Kaliber. Das sieht aus wie ein Haufen Scheiße von den Aliens. Oh, Kreaturenhaufen, sage ich doch. Alien-Genmaterial, entartetes Quarksgewebe, Strukturmaterial. Das sieht aus wie wild wuchernde Zellen. Sehr gerne so rum, wa? So. Warte, ich hänge irgendwie an der Kante fest. Warte. Bisschen Eisen oder was mal das ist. Okay. In der Mitte ist nichts. Ich wüsste zu gerne,
wo ich hin muss. Wahrscheinlich da. Oh, hey. Das war nicht cool. So. Was ist denn? Woran sind die denn alle gestorben? Dass sie einfach alle tot sind. So, Kreaturenhaufen Uran. Eingestürzte Mine. Okay. Aber kommen wir wieder raus, oder? Oder? Ich glaube, wir kommen wieder raus, ne? Der will uns wieder zum Schiff locken. Oh. Nicht über den Vulkan springen. Aha. Achso. Du kannst Kreaturen, Mineralien und Pflanzen scannen. Mit jedem gescannten Objekt wachsen Analysedaten. Ah, das hätte ich vorher mal wissen müssen. Mit F. Ah, okay. Ja, dann, ich kann die auch scannen, wenn die tot sind, oder? Mach kurz Licht aus. Okay, so scanne ich nicht. Fotomodus. Warte, hier ist noch ein Kühler. Mit nichts drin. Einstellung defensiv. So. Sehr gute Defensive. Schön. Hier ist noch einer, ne? Schmerz soll schrecklich sein, aber ich spüre keinen. Er lässt uns wissen, dass wir am Leben sind, mein Freund. Achtung, der Feind ist zurück. Ja, ja, das passt schon. Analyse 63%, aber wie scanne ich denn? Den scanne ich wohl nicht mehr. Unser Tod scheint für Sie höhere Priorität zu haben als Ihr Überleben. Ach, mit E. Okay. Prozent gescannt. Sehr gut. So, was kann ich noch scannen? Ich scanne alles. Ich scanne einfach alles. Geht das? Extreme Hitze, keine gute Idee. Eisen. Ja gut, wir gehen mal kurz wieder zurück. Ich weiß gerade nicht genau. Unbekannt. Oh, ich hasse mich. Wir sind 300 Meter hier weit. In dem Spiel. Ist hinterm Berg, ne? Komm, lass uns mal kurz gucken. Haben wir Sauerstoffprobleme irgendwo? Nee, ne? So, warte, ich mach nochmal schnell den hier. Staubwurzel scannen. 25% gescannt. Neon. Muss ich das auch scannen? Nee. Da hinten ist auch noch was. Das sind Relikte wie bei, wie heißt das Game nochmal von Hello Games? Ach, ihr wisst schon. Das Spiel mit der großen Kontroverse. Da muss man doch auch, da kann man immer so Worte sammeln. Und in jedem Schrein gab es aber nur ein Wort. Das war immer ein bisschen mühselig. Okay, weißt du was? Ich speichere mal und wir gucken mal, ob wir das schaffen. Voll erschrocken gerade. Voll verzogen. Feuerwehr.
Verlassene Relaisstation. Ich seh's nicht! Müssen uns zurückziehen! Ist da rein weggeflogen. Grendel. Ich weiß noch nicht, wie ich heale, ne? Aber wird schon irgendwie schief gehen. Betrüblich, dass die Erkundung so viel Blut fordert. Oh, das sind echt viele rote Punkte auf der Karte. Hier kommt aber keiner, ne? Ich will mir den Rücken frei halten. Wahrscheinlich nicht. Werden wir gleich sterben? Kann passieren. Weitersuchen. Oh. Geppetto. Lagerbehälter. Habe Sicht, Kontakt wir zum Ziel. Du hast weh. Mit O kann ich, okay. Oh. Ach, null war das nicht O. Toller Font. Das sah aus wie O. Okay, mit 0 kann ich das machen. Okay, dann auch auf die kurze Distanz hat er sehr viel Damage gemacht. Mit 0. Jetzt wissen wir es ja. Gefühl, das ist aber nicht die Base, wo wir hin sollen. Komisch. Direkt die erste Quest schon wieder links liegen lassen. Main Quest erstmal ignorieren. Die Tür ist gerade aufgegangen, oder? Ja. Bitte lassen Sie sich nicht erschießen. War das Vasco? Ist der gerade in die Tür gegangen? Nach oben kommen wir nicht, ne? Flanke angreifen! Los, los! Feind neutralisiert! Beschäftigt sie! Weiter schießen! Wir können also auch Luftschleusen benutzen, das ist halt krass. Schaden erlitten. Sie wollen Notschalt. Feind terminiert. Kreise überladen. Oh. Ja, Vasco war vor uns drin. Ich hab ihn! Hierher! Oh. Wir verlieren Leute! Ja, okay. Ich glaube, das ist zu High-Level für uns noch. Ja, und Vasco ist auch reingelatscht. Okay, gut, vielleicht, wir sollten mal vielleicht gucken, wo wir hin müssen. Wir kommen wieder. Den unten haben wir gut hingekriegt, aber oben sind halt zu viele auf einmal. Aber das kriegen wir schon noch hin. Ich mag es, dass unsere Ausdauer beim Springen wieder auflädt. So. Ich muss jetzt gleich mal gucken, also die Quest schickt mich hier hin, obwohl ich eigentlich hier hin sollte. Also hierher sollte. Ich bin noch nicht ganz sicher, aber wir haben unseren ersten Planeten gesehen. Der ist ein bisschen karg. Zugeben, wie komme ich wieder rein? Ach da. Der Planet hier ist ein bisschen karg, der ist nicht sehr schön. So. Wir gucken mal. Ich muss eh ins Cockpit. Ein kleiner Schritt.
Kümmere dich um Kapitän. Ja, alle Zielmarkierungen zeigen, auf Karte zeigen. B. Landeplatz erkundet, mein Schiff. Aber da sollten wir doch hin, oder? Warte mal. Schiffe mit einer Länge von mehr als 80 Metern können nicht... Oh, wir sind auch mal daneben gewesen. Wir waren nicht da, wo wir hin mussten. Wir waren etwas daneben. Das zeigt mir schon wieder das Cockpit an. Und ich weiß nicht, ob das hier woanders ist. Da hinten ist auf jeden Fall irgendwas. Ach, Creedgraser. Analyse 66, okay. 66, jojo, hallo, mein Kleiner. Keine Sorge. Wir bleiben bei 66. Jetzt. Ich dachte, wir haben schon gescannt. Okay. Das will ja nun wirklich niemand. Das will ja nun wirklich niemand. Ich wollte ganz lieb, ja, so ein bisschen tierlebenmäßig hier durchlaufen. Bisschen scannen, ein bisschen gucken. Da hinten ist was, aber ich weiß halt überhaupt nicht. Wow. Im Gegensatz zu seinen großen Kollegen hat er mich zumindest mal getroffen. Aber ich wollte das gar nicht. Und ich krieg schon wieder hier die Anzeige. Mache ich irgendwas falsch? Wieso krieg ich denn die Anzeige immer auf dem Schiff? So, warte. Habe ich wieder irgendwo nicht aufgepasst? Also, unsere Quest ist ja... Kümmere dich um die Crimson Fleet, reise nach Creed, da sind wir gerade, lande bei der Creed-Forschungsbasis. Kümmere dich um die Kapitän. Landeplatz erkundet. Ja. Creed-Forschungslabor. Das ist immer woanders! Warum ist das denn jetzt woanders? Okay. Ich verlasse. Und lass mich raten, die Markierung ist wieder auf dem Schiff. Oh nein, jetzt ist die Markierung woanders. Die verlassene Forschungsanlage in diese Richtung. Als ob! Aber wieso mussten wir dreimal landen? Mussten wir die erstmal suchen? Was ist denn da los? Da hinten ist offenbar auch was, auf dem Hügel. Oh. Vorsichtig, Captain. Ach. Alien-Kreaturen sind oft unberechenbar. Nicht, wenn sie tot sind. Oh, danke. Ich dachte, er wäre schon tot. Hat mir mal geholfen. So. Ich habe schon wieder an mir gezweifelt, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber wir mussten offenbar die Planetenoberfläche absuchen, erstmal nach der Forschungsstation. So. Forschungslabor, Ort entdeckt. Kann ich da einfach so... Ist das verlassen oder nicht so richtig verlassen? Die Crimson Fleet ist eine Konföderation kleiner, unabhängiger Piratencrews, ja, die alle unter demselben Banner fliegen. Ja. Sie sind oft skrupellos und brutal.
Das ist motivierend. Dankeschön. Dann können wir ruhig mal anklopfen. Vielleicht nehmen die uns hier auf. Wir sagen, wir sind Vagabunden des Weltenraums und suchen einen Job. Meine Loot-Skills sind legendär. So. Selbst hier bin ich am Looten, wo es nichts gibt. Wir gucken mal. Okay. Ja, sieht zwar sehr einladend aus. Na, gib mal her hier. Oh, Moment. Warte mal. Hallo? Hallo? Nein, das war falsch. Hallo? Hallo? Das war der richtige Effekt. Ist hier jemand? Schraubenzieher, warte mal, ich mach kurz die Taschenlampe an. Omega, die letzten Tage der Erde. Es folgen die ersten Zeilen aus der Camille Flammarions im Jahre 1894 veröffentlichten Werk Omega, die letzten Tage der Erde. Im 25. Jahrhundert kollidiert ein Komet mit der Erde. Die Menschen müssen sich mit dem Ende der Welt abfinden und damit, was es eigentlich bedeutet. Omega, die letzten Tage der Erde. Kapitel 1. Die prachtvolle, von den Statuen berühmter Wissenschaftler und Philosophen gesäumte Marmorbrücke, die die Rue de Rennes mit der Rue de Louvre verbindet und der monumentalen Allee zum neuen Säulengang des Instituts besondere Geltung verleiht, war vor lauter Menschen völlig schwarz. Die Masse wogte wie eine Flut die Kais entlang, schwappte auf alle Straßen hinaus und drängte sich in Richtung des Säulengangs, der schon lange zuvor von einem tumultartigen Gedränge heimgesucht wurde. Nicht einmal im barbarischen Zeitalter, vor der Gründung der Vereinigten Staaten von Europa, als Macht stärker als das Recht war, als militärischer Despotismus die Welt beherrschte und die törichte Menschheit im unerbittlichen Griff des Krieges zitterte, niemals zuvor in der stürmischen Zeit großer Revolutionen oder in den fiebrigen Phasen, die üblicherweise eine Kriegserklärung begleiten, hatten die Zufahrtswege zum Parlament oder dem Place de la Concorde ein solches Spektakel erlebt. Junge, der ganze Satz geht über eine Seite. Dies war nicht mehr nur eine Bande von Fanatikern, die sich um eine Flagge scharten und in irgendeinen Kampf der Schwerter marschierten, gefolgt von einer Schar von Neugierigen und Müßiggängern, die gespannt warteten, was passieren würde. Dieses Mal handelte es sich um die gesamte Bevölkerung, die ängstlich, aufgewühlt und in Panik war und unterschiedslos aus jeder Gesellschaftsschicht stammte. Sie hing an der Entscheidung eines Orakels und wartete fieberhaft auf das Ergebnis der Berechnungen, die ein berühmter Astronom am heutigen Montag um 15 Uhr in der Sitzung der Akademie der Wissenschaften verkünden würde. Das Institut hatte die ständigen Spannungen in Politik und Gesellschaft überlebt und seine Vormachtstellung in Wissenschaft, Literatur und Kunst in Europa behalten. Das Zentrum der Zivilisation hatte sich jedoch nach Westen verschoben und der Schwerpunkt des Fortschritts lag nun am Ufer des Lake Michigan in Nordamerika. Gab's das nicht auch als Film? Das kommt mir gerade so bekannt vor. Ich glaube, davon gab's auch einen Film. Safety Protocol, okay. Oh, mein Auge juckt. Sekunde, geht's mal weiter? So. Merke für dich. Die Symbole sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine geheime UC-Anlage. Ah. Das ist aber nicht so gut. Notizblock, schlechte Leute, schlechte Witze. Warum ging das Huhn über die Straße? Hä? Was ist ein Huhn? Klopf, klopf. Wer ist da? Planet. Planet wer? Planet ihr eine Party, eure Hoheit? Oh Gott, das ist ja furchtbar. Oh, so furchtbar. Sagt ein Ekliptik-Söldner zu einer Frau... Ich wurde angeheuert, um dich zu töten, und ich erledige immer meine Jobs, sagt die Frau. Können wir nicht darüber reden, mein Sohn? Uff. Wie spannt man einen Idioten auf die Folter? Ja. Wie kriegt man einen Freestyle-Collective-Hinterwäldler vom Baum? Man winkt.
Schlechte Leute, schlechte Witze, Band 2 von Louis Lupper ist der Nachfolger des Originals und ebenfalls zum Kulthit avanciert. Ja, Kulthit. Ja. Familienbrettspiel Starlocked. Aha, aha. Guck mal, ich nehme gar nicht alles mit. Ich weiß noch nicht, was die wertvollen Sachen hier sind, aber 140 sah schon ein bisschen nach was aus. Außer mal die Sammlerwert. Ich dachte gerade was. Dieser Roboter, der immer hinter uns ist, ne? Ich krieg manchmal. Kann ich nicht scannen? Ja, ein Bethesda Game. So, Toxin und hier, okay, ein Anus. So. Kettenbrechen. Sag mal, hier sind mal Romanauszüge. Ein Auszug aus Lubov Songs Roman Kettenbrechen über eine alternative Realität, in der Mars-Rover zu Bewusstsein und Autonomie gelangten, sich vervielfältigten und den Mars kolonisierten, bevor die Menschen es konnten. Larissa lächelte einfach nur. Die Maschine blinkte weiter und gab leise Töne von sich, während ihre Servos unschlüssig wirbelten. Doch Maschinenkommunikation war Larissas Stärke. Sie betätigte die Knöpfe an ihrer universellen Com-Einheit und die LEDs blinkten rasch als Antwort auf ihre Eingaben. Keine Sorge, signalisierte sie durch das Gerät. Ich tue dir nichts. Aber wenn wir aus dieser Höhle raus wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Larissa hatte nicht erwartet, dass ihr Tag so verlaufen würde, gefangen in einer alten Mine unter der Marsoberfläche mit einem verängstigten und womöglich gefährlichen Wartungsroboter. Durch ihre Spionageausbildung war sie jedoch auf ähnliche Situationen vorbereitet. Die Maschine klickte und piepte als Antwort: Ich vertraue dir. Es war keine direkte Übersetzung. So präzise die Binärsprache der Maschinen war, gab es doch viel Platz für Fehlinterpretationen. Die Bedeutung traf es jedoch gut genug. Der Roboter wirkte friedlich. Seine leuchtende Blende erweiterte sich, um mehr Licht einzulassen und alle Informationen über sie aufzunehmen, die er erlangen konnte. Dann fuhr er eine seiner vielen Klammern in ihre Richtung aus. Sie griff zu und mit einem sanften Ruck zog sie den kleinen Roboter aus dem Schutt hervor. »Na bitte, so ist es doch schon viel besser, oder?« Sie gab die Frage in ihre Kommeinheit ein, um Gottes Willen. Wenn du mich jetzt aus diesem Tunnel führen könntest, kann ich von meinem Schiff aus Verstärkung für den Kampf deiner Maschinenkameraden gegen ihre Unterdrücker anfordern. Der Roboter schien verstehend zu nicken. Er begann, den Felsentunnel hinunterzufahren. Ab und zu hielt er an, damit Larissa aufholen konnte. Also ich finde es cool, dass es offenbar wieder viele Storys gibt, aber ist das Lore? Ich würde gerne wissen, ob das Lore ist oder ob das reale Bücher aus unserer realen Welt sind. Workplace Safety is everyone's job. Sag mal, Vasco, ich guck mir gerade die Sachen an. Schlagschrauber. Notizbuch. Ist aber, glaube ich, nichts, was man lesen kann. Messzylinder. Spind. Öffnen. Flasche mit Genprobe. Flasche mit Genprobe, Krimpzange und Munition. Schreibtisch, Papierablage. Okay, man kann wieder sehr viel absuchen. Cradstick. Digi-Dietriche nehme ich mit. Flasche mit Genproben. Ich meine, warum nicht? Ich weiß nicht, was für Genproben sind, aber vielleicht bringen die ja was. Mondays, am I right? Ich hasse Montage. Garfield-Tasse. Klamotten können wir nicht mitnehmen, okay. Mal eben Taschenlampe aus, um zu gucken, wie es hier wirklich aussieht. Ist denn hier niemand? Ah, doch, hier ist jemand. Wissenschaftler. Berserker Eon, okay. Je weniger Panzerung, desto höher der Schaden. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit anfange. Wir werden es bestimmt rausfinden. Tragbarer Ventilator. Oh, warte mal. 140. Sie haben zu viel mitgenommen und sich überladen. Willst du mich verarschen? Jetzt schon? Hast du eigentlich geschworen, meine Last zu tragen, Vasco?
Ich bin zwar für Kampfbruch, wie kann ich Ihnen helfen? Zeig mal. Laserkartusche. Lass uns Ausrüstung. Ja, gut. Das ist nicht so viel. Okay, wir haben uns noch ein bisschen überladen bisher. Aber jetzt schon? Das kann doch nicht sein. Ihr habt gesehen, ich habe wirklich wenig mitgenommen. Offenbar bin ich ein Schlaffo. Wir hören jemanden. Ah, der da solche Angst noch 20 draufgelegt hat. Was? Die quatschen da irgendwas. Tastes funny, please change filter soon. Okay. Wir halten nur die Augen auf. Moment. Wie du gesagt hast. Was nicht zur Fleet gehört, ja, muss sterben. Verstanden. Okay. Sieh nämlich durchs Fenster? Nee, ne? Sag mal! Halt die Füße! Bist du dumm? Oh Gott. Gewalt verringert die Lebenserwartung deutlich. Was ist denn das für eine Blechbüchse, sag mal? Wieso bist du losgelaufen, du Idiot? Barrett und die Crimson Fleet. Nein, ich will dich nicht ansprechen. Hör auf, mir ins Bild zu laufen. Aktuell einen Gegenstand, den Sie benötigen? Nein, hau ab. Wieso? Ich will das nicht. Lass mich bloß in Ruhe. Ich. So. Wenn wir überladen sind, verbrauchen wir schneller Sauerstoff. Okay. Berserker Ripshank. Nahkampf, rar. Je weniger Panzerung, desto höher der Schaden. Okay, lass mal kurz gucken. Was haben wir denn an Waffen? Ich will nur mal kurz gucken im Inventar. Cutter. Ja, ein bisschen was haben wir schon, ne? Das ist das. Furious Ion. Feuerrate 50. Okay. Berserker oder Furious? Irgendwie sehe ich wenig Unterschied. Beide rar. Ja, ich nehme einfach hier. So, okay. Sortieren Name, untersuchen, Favorit ablegen, mit Ausrüstung vergleichen. Okay. Dann Outfit. Urban. Ich habe vergessen, dass wir so gut aussehen. Die Miner-Kleidung sieht bis jetzt am besten aus, lasse ich auch mal. Werfbare Items, Munition. Müssen wir nicht ausrüsten, ne? Nee. Ah, Piratenscharfschütze hätte ich noch. Mehr Energie. Ah, okay. Luftbasiert. Tiefminen. Rucksack. Okay. Ja, ich lasse erstmal das, was ich habe. Wir finden uns da langsam rein. Okay. Ich fand unsere Waffe auch nicht schlecht, aber sind wir ganz ehrlich, die Reichweite ist natürlich sehr begrenzt. Tablett. Gibt's hier nichts zu essen? So eine Cafeteria. Angebissenes Sandwich. So. Der ist schon leer. Pyramidenskulptur kann ich verkaufen. Wir brauchen nur mal irgendwann einen Händler. Kann ich nicht auch direkt ans Lager schicken? Bitte? So, Scheißhaus. Hier ist noch eine Milch. Die gönnen wir uns. Die gute alte Scheißhausmilch ist die beste Milch. Sag mal, kann ich bitte ganz kurz Privatsphäre haben? Gibt's hier keine Tür? Ist einfach unverschämt. Ich hab vergessen, wie man das Klo öffnet. Ich hab echt Oh Gott, oh. Hallo.
Hallo, ich bin's. Toilettenkalle. Wie geht's denn? Na, alles klar? Oh ja, Sauerstoff. Okay, das war anstrengend, verstehe. So, wir gehen. Boom Pop. 75 Credits kann ich mir nicht leisten. Oh. Ich verliere jetzt Sauerstoff, Spielkarte Herz 8, Kartendeck. Das ist aber sehr. Karo Königin, Pik 7. Das ist aber sehr genau. Ja, ich fürchte, ich muss gleich irgendwas ablegen, sonst haben wir bald keinen Sauerstoff mehr, ne? Aber noch geht's. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Und zwar in der nächsten Folge. Ja? Ich sehe gerade schon wieder, wie spät es ist, ja? Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge. Langsam finden wir uns rein, langsam finden wir uns rein. Ich muss nur gucken, wie ich das mit dem Inventar mache. Ich würde sagen, sobald es eine Mod gibt, mit der ich das Inventar erweitern kann, würde ich es machen wie bei jedem RPG-Let's Play. Ich würde das Inventar ein bisschen erweitern, damit wir, ja, Spiel, damit wir da nicht immer sofort, Sperenzchen kriegen. Sonst würde ich jetzt zurücklaufen, alles ins Raumschiff ballern und dann wieder herkommen. Aber das ist für das Let's Play natürlich doof. Und für mich auch. Und ich will trotzdem looten. Ja, das kriegen wir schon hin. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe noch keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich sitze hier nur mit 1000 Fragezeichen. Lassen wir uns überraschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Mit V. Tschüss.